Oh, oh mein Gott! Creator Code? Jo Jonas. Hey Leute, im heutigen Video reagieren wir auf die besten TikToks in Brawl Stars. Das Originalvideo ist immer in der Beschreibung verlinkt und ich würde sagen, auf geht's und euch wie immer viel Spaß. So, wir legen los und sehen eine Bibi, die vor vier Bulls weglaufen muss und dann kommt einfach der G und rettet. Oh. Und rettet sie und wir haben noch gesehen, wie der G noch zurückgeschlagen wird. Oh. Was war das gerade? Das ging viel zu schnell, das war irgendwie eine kurze Compilation. Oh mein Gott. Alter, es war einfach eine Map, bei dem einfach 10 Mortis da außen gespawnt sind und an die Mitte gekommen sind. Hä? Ja, okay, gut, das ist aber animiert. Oh mein Gott, okay. Ach so, jetzt check ich's. Hier, wir sehen am Ende, waren nur noch die Cubes übrig. Und dann, oh mein Gott, ja. Und sonst hat der Schommer dann einfach die Map gewonnen, die alleinige. Ja, man sieht eben einfach gar nicht, wie ein Brawl am Ende übrig ist. Wie geil. Lol, was ist jetzt das hier passiert? Lol, die haben einfach in den Busch predicted, aber die scheinen auch geteamt zu haben. Okay, was ist das jetzt? Das habe ich auch letztens gesehen im E-Sports-Match, wie die Leute teilweise in die Minen reingelaufen sind. Okay. Ah, lol, jetzt kommt einfach Edgar und schafft es, darüber zu springen. Und die Jackie kann es dodgen? Ah, man zeigt hier so Lösungen, was man machen kann, um diese Minen zu dodgen. Oder diese, die heißen nicht Minen? Loren heißen die, ne? Minenkarten, nee, die sind jetzt sagen, egal. Was da passiert, hä? Hey, die machen so eine Box. Ach, lol, die kombinieren die. So, jetzt nochmal hier, ne? Crow und Piper wird zu Byron, Gift und Distanz. Spike und Dings zu Natur und Boxerin halt, ne? Und die beiden Distanz und Spike wird zu Sprout. Wieso zu Sprouts? Achso, Maschine und Kings. Dann Ruffs und Barley wird zu Rico. Okay, alle verstehe ich nicht. War eine interessante Idee. So, jetzt haben wir alle Ricos. Oh, und zwei haben den Skin, aber er nicht. Und er hat... Oha, er hat den Classic Ricochet genau dafür. Okay, jetzt hier Shelly im Duell gegen alle. Oh, der Jean schaut raus, er lässt ihn in Ruhe. Ach, der Tick schaut traurig in der Byron. Ist auch traurig. Oh je, was jetzt? Oh! Der Tick springt einfach davor und saved ihn. Okay, wir sind schon mal in Brawl TV. Wir sehen, 750 Zuschauer haben wir. Und irgendwas Besonderes muss jetzt passieren. Oh, lol, der Rico rasiert einfach schon mal alle weg, oder wie? Ja, lol, ist halt krass. Aber ich finde, so besonders war es eigentlich. Es war ganz cool, aber ja. Oh, jetzt sind wir im Minispiel. Das ist geil. Wir müssen aber eine Minispiele-Folge eigentlich machen. Was ist das denn? Das sind einfach Spikes in den Kakteen. Total random drin. Okay, komisch. Aber so Minispiele sind eigentlich ganz cool. Ah, Leute, jetzt haben wir Verwandlung zu den Skins jeweils. Penny wird zu Helferlein Penny. Tara wird zu der blauen Tara. Colt wird... Hä, das sind ja hässliche Skins, die sie ausgewählt haben. Okay, die beiden scheinen zu teamen. Hoffentlich lassen sie Leon in Ruhe jetzt hier. Okay, Leon geht in den Busch. Oh lala, oh was? Die Shelly killten jetzt. Schaut er traurig und was passiert? Hä? Oh, nicht was. Ich muss wahrscheinlich mit dem Schatten testen, ob sie auch weiterhin nicht killen will. Oh, die spinnen sich und jetzt kriegen sie Karma safe. Passt auf. So, zack. Boah, es war doch sau krass gescored. Die Frage ist, was der Ausgleich oder was der Sieg halt? Sonst bringt es auch gar nichts vielleicht. Was ist das denn jetzt? Okay, alle Piper snipen ab und jetzt finished in die B. Was genau sollte das jetzt? Manche TikToks verstehe ich einfach nicht so ganz. Okay, was jetzt? Oh, der hat sich richtig auseinandergenommen. Ja, Mortis kann man einiges rausholen. Der hat auch richtig. Oh, und noch einen Trickshot gemacht. Wenn man richtig gut die Ults trifft, natürlich vor allem, das ist nicht schlecht. Okay, was jetzt hier? Das Ganze auch Hochkantformat einfach, okay. Ah, die bewerten die Schüsse, das ist so. Keine Ahnung, so wie Deutschland sucht den Superstar oder sowas oder eine Talentshow. Gibt's sowas überhaupt noch? Keine Ahnung. Dann sehen wir Sandy. Oh, ich hab einen Dislike hier. Okay, ist hier Search. Hä? Ist das Minecraft vielleicht? Ich kenne mich nicht aus. Ach, das ist wirklich... Ich kenne mich nicht aus. TNT-Block einfach. Einfach Minecraft in Brawl Stars. Ich habe noch nie Minecraft gespielt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich würde sowieso mal irgendwann, wenn ich vielleicht mal Zeit habe, vielleicht, keine Ahnung, gerade nicht so viel in Brawl Stars... Oh lol, der muss den Kopf killen. Weil nicht so viel in Brawl Stars so passiert. Ich habe auch einen Let's Play-Kanal, wenn ich mal wieder mehr Zeit dafür habe. Dass ich vielleicht mal die ganzen Games zocke. Zum Beispiel habe ich auch noch nie GTA gezockt oder vielleicht mal FIFA auch oder sowas. Lol. Und am Ende verliert der Edgar trotzdem noch, oh je. Okay, das ist da drin. Lol, das soll angeblich echt sein, der da drin ist. Das war eigentlich mega krass. Lol. Ist das irgendwie Brock? Und dann holt sie einfach ihre Crew raus. Oh mein Gott, einfach 20 Edgar aus der Brock. Oh mein Gott, der Brock einfach. Lol, aus dem Nichts tritt einfach ein 17er Daryl auf und ein 17er Spike. Ah, das soll jeweils die Sachen darstellen, wahrscheinlich. Und dann kommt ein riesiger Mr. P raus, ne? Lol.
Okay, jetzt haben wir hier einen, wie heißt das, einen Mortis. Was macht der jetzt hier mit dem Gadget? 5 von 10, okay. Ah, die müssen entkommen. Okay, ist die Frage, wer entkommt. Das habe ich schon mal gesehen. Der Search kann jetzt eigentlich... Oh, Search wird auch schwierig werden. Oh, schon mal gut. Jetzt noch ein Teleport. Ja, das war stark. 10 von 10. Ich hoffe, die machen nicht wieder so Anzeigen wie so 1000 von 10 oder so. Oh, er wartet. Oh. Oh mein Gott. Aber kommt er weiter? Das ist die Frage. Wow, er hat es echt geschafft, so zu... Aber, ja, nicht ganz. To be continued, ja. Aber krass, er hat es echt fast geschafft, so komplett zu dodgen, ne? Nicht schlecht eigentlich. Okay, jetzt haben wir hier Leon, da wird jetzt zurückgestoßen immer wieder. Okay, jetzt teamt er mit, wie heißt denn immer? LOL! Jetzt wollte er mit Nita, seinem Bruder, teamen. Und er wird einfach umgebracht. Und er verschwindet unsichtbar. Oh. Okay, was sehen wir jetzt hier? Die scheinen Tresor abzuspielen. Okay. Und es bleibt einfach 1 HP übrig, hä? Das ist aber offensichtlich eine Testspielrunde, das hatten ja auch nicht so abgewartet. Ah, wir sehen so 1 HP-Momente. Ja, gut, ich muss sagen, es geht. Ich meine, aber die haben es ja echt... Das ist nicht 1 HP. Aber muss halt fairerweise sagen, ja, das sind halt immer Testspiele, dadurch ist es... weil die 1 HP-Box auch witzig aussieht. Okay, Robin Hood jetzt hier. Die Shelly kommt. Hä, wo ist der Dynamite hin? Ja, gut, das war auch editiert. Oh, jetzt kommt, ja, ich wollte gerade sagen, wenn Dino aus dem Teleport rauskommt. Okay. Was genau passiert hier? Der spinnt sich. Ach, was genau? Ah, die wollen rauskriegen, wie viele Schüsse Brock überlebt oder wie? Wieso wollte er immer? So, er wird immer angegriffen. Hä, das schafft er? Ich check das teilweise nicht. Irgendwie ergeben die TikToks manchmal keinen Sinn für mich, aber egal. Okay, die spinnen sich alle, keine Ahnung warum. Ah, und die werden sich alle zum Brawler verwandeln. Dachte ich, den Brawler verwandeln von wegen. Oh mein Gott! Wie geil ist das denn bitte? Das sind einfach die kompletten Brawl Stars Gadgets. Oh lol, der Mortis. 100 noch gewonnen. Oh mein Gott. Hä, hey, das waren alles Minen, scheinbar. Die alle auf einem Fleck gerade waren bei Bo. Okay, er wird das ein Shelly oder so, ja, das war klar. Das ist irgendwie immer dasselbe, dass sie dann irgendwie einen Pullen, der dann ganz viele Cubes hat. Ja, ist immer das gleiche. Oh mein Gott. Lol, die werfen alle ihre Dings da drauf und die müssen das überleben oder halt nicht. Oh, was? Der hat das mit dem Sprung gedodged. Die Boxhandels schafft es auch noch relativ locker. Der Jawohl, lol, krass. Mit dem, der hat ja 90% weniger Schaden, wenn er rollt, ne? Das heißt, es hat mir praktisch eigentlich nur einen Kopf getroffen, kann man sagen. Oh, die Bibi hat gut aufgehört mit der Bubble gerade. Ey, das war aber gerade echt krass, wie die ganzen Tickköpfe in die Mitte kamen. Das ist eigentlich auch so eine Art Minispiel, kann man fast sagen. Was machen die da, hä? Okay, lol, die scheinen übel rein zu trollen. Lol, bist du ein Deutscher? Der Text auf Deutsch. Okay, was passiert jetzt? 3 von 10? Ah, die müssen gegen den Pennymotor antreten, dürfen sich bewegen scheinbar. Lol, und Bo kann es so krass schnell killen, heftig. Jetzt Pam. Ich hab das auch, krass. Im Healing Station. Jackie wird es, glaube ich, auch schaffen, oder? Wobei, nee, wird es nicht schaffen, wow. Lol, krass. Jetzt Buzz. Ja gut, Buzz kann sich einfach ranziehen. Nee, kann sie nicht. Lol. Er kann trotzdem angegriffen, hätte ich nicht gedacht. Bra von 10, okay. 2005. Ja, geht's wieder sowas. Haben alle noch Bros gespielt und 2021 alle in ihren Handys. Die traurige Entwicklung. Alle grinsen. Perfekt. Jetzt hier hast du, okay. Ah, lol, die müssen gegen ihn antreten. Ja gut, hat eigentlich eh keine Chance. Warum ist das so gestretched hier von der Qualität? Das sieht aus, das ist komplett gestreckt. Lol, Mord ist da auch keine Chance zu entkommen. Ja gut, ein Stu gegen Stu. Wenn der andere Stu krass wäre vielleicht, aber eigentlich unmöglich. Lol, 16 Cubes, okay, 17, 18. Aber ich, ganz ehrlich, ich hatte 11.000 Leben. Ich glaube nicht, dass der Spot ist... Ja, sowieso, ich meine, der hatte 11.000 Leben. Er hätte 20 Schüsse gebraucht, um ihn zu killen. Er hätte uns die nächste Wand fahren können, stimmt. Lol, die hängen auf dem Wasser fest einfach. Lol, wie das rangesucht aussieht einfach. Hä, wie haben sie die da hinbekommen? Frage ich mich aufs Wasser. Das ist die große Frage. Okay, jetzt haben wir hier Dynamikes wieder. Ja, und er muss einfach nur einmal nach vorne dashen, alles in Tod. So ist wahrscheinlich gemeint, denke ich. Okay, Dynamike. Frank ist gestunt. Das müssen eigentlich relativ easy scoren, oder? Drängen jetzt den Dynamite hier so ein bisschen zurück. Und dann noch die Ult. Oh, jetzt jumpt er rum. Das Dynamite, wenn man wirklich krasse Dynamite ist, kann man auch echt einiges rausholen. Seht euch das halt an. Boah. Wieder ein Deutscher. Ja, sehr, sehr geil.
Das sind hier unsere Zuschauer hoffentlich. Lol. Das ist auch krass, dass die ganzen Ults auf einmal, das weißt du. Wie seht ihr hier? Griff sieht auch cool aus. Die Sandy-Sand-Stimme. Jetzt die Coles. Lol. Und Rikos. Boah. Und jetzt Piper. Ah, lol. Das war das Nani-Gadget, ne? Und Frank einfach. Lol, die 8-Bits, wie viel Schaden die machen. Bei Mortis sieht auch cool aus. Hatten wir gerade eben schon, Leute. Und jetzt noch die ganzen Bienen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Abo dalassen oder auch bei meinem E-Sports-Team vorbeischauen. Dort kommen tägliche Brawl Stars Clips. Hier sind noch zwei weitere Videovorschläge. Schau gerne vorbei und schau.